Hier, diesen Übergang, den habe ich übersehen beim ersten Mal. Ah. Wobei ich den Typ gesehen habe, ich dachte, ich komme irgendwie anders noch hin oder ich brauche Surfer dafür. Was keinen Sinn ergibt, weil man so weit am Anfang ist. Verdammte wilde Pokémon. Hiker. Ein Hicker. Ein Hicker. Der hickst immer. Hix-Hix. Hex-Hex. Hex-Hex ist auch ein guter Geistname. Ja. Hex-Hex. Mini passt so gut, weil es einfach so ein böser Geist ist. Aber Hex-Hex ist auch nicht schlecht. Stift. Nee, bitte. Die Ideen fließen nur so. Oh mein Gott, er ist Russel. Danke. Ich behalte den Stift mal bei mir. Das wird... Ich glaube, hier benutze ich mal Curse. Ich kann ja mal zeigen, wie das aussieht. Der rammt sich selbst einen Nagel in den immateriellen Körper. Und damit wird der Gegner mit einem Fluch belegt und kriegt jetzt jede Runde 25% oder 12,5% Schaden. 12,5, glaube ich. Und Schaden. 12,5. Jetzt benutze ich... Nee, Paralyse ist drauf. Geht nicht. Dann benutze ich mal Mean Look einfach nur so. Dann ist es gehorrorblickt. Es kann nicht mehr entkommen, weil es starr vor Angst ist, würde ich sagen. Kann nicht länger entkommen. Und es ist paralysiert, das ist doch schön. Und jetzt benutze ich noch Schnecker, das bringt zwar nichts, aber einfach nur, weil schön. Jetzt benutzt du nochmal einen Fluch, damit du stirbst. Das ist eine super Idee eigentlich, aber nein. Ich mache sogar mehr als die Hälfte Schaden, weil ich 31 Leben habe und er 16 abgezogen hat. Voll die fiese Attacke. Kann man das durch Tauschen wegmachen? Ja, kann man. Aber durch Minuk nicht mehr. Das war ein Pokémon. Das habe ich gut gemacht. Nein, komm. Ich habe das gut gemacht. Ja. Wäre eine gute Kombination im richtigen Kampf, oder? Ja. Theoretisch. Oder benutzt man sowas nicht? Ist das zu fies? Also zu ineffektiv? Ja, jedenfalls nicht mit dem Gengar, weil Gengar zu... Mächtig ist. Nein, also Gengar ist erstens zu gut offensiv. Boah, also 253. Gengar ist, glaube ich, das schnellste Geist-Pokémon und ist deswegen halt super gut offensiv. Ja, gut, aber allgemein ja. Könnte man machen. Ja, mit dem hier heißes Ding. Fucking Traunfugil, die Entwicklung davon. Mit dem kannst du das bestimmt machen. Ich kenne Traunfugils Entwicklung nicht. Miss Magius heißt das. Kenne ich nicht, ist eine ältere Version, oder? Ist aus der vierten, ja. Ja, kenne ich nicht. Ein Kleinschein. Ich zünde einen riesigen Gasball an. Was passiert Gott, wohl? Das ist ganz gefährlich. Ich glaube, ich kämpfe jetzt gerade gegen einen richtigen Gegner, oder? Probier aus. Ah, nee, da tue ich nicht. War mir gar nicht sicher. Jetzt. Noch ein riesiger Gasball. Coffin. Den mochtest du auch so. Ja, ich glaube, den hole ich mir auch für mein Team. Weiß ich auch, wo man ihn fangen kann. Eigentlich sieht Smogmog auch ganz cool aus. Ja. Meine Güte, dann kriege ich ja 3 neue Pokémon ab Teak City. Hast du auch einen Gift-Typen? Also, muss ich mit einberechnen, dann kriege ich 3 neue Pokémon. Ich habe Fliegen. Mir fehlt, glaube ich, noch. Ne, Surfer habe ich. Stärke. Wo hast du? Wie bringe ich Stärke bei? Ah, Tauros. Ja, richtig. Tauros. Wenn man kriege ich. Was fehlt mir dann noch? Defense Curl. Curls sind ist so eine Sportübung. Ja, Curling. Es macht. Nee, Curl. Curls als Übung. Ach so. Als Eigengewichtübung. Ach so, das. Keine Ahnung. Oh, was ist denn Curls? Nee, das waren Dips. Es gibt eine Übung, die heißt Dips. Echt? Musst du da immer so Käse nehmen und Tacos? Nee, ist für den Trizeps, wenn du auf der Bettkante sitzt und dich dann runterlässt mit langgestreckten Beinen, den Unterkörper runter und dann drückst du dich mit dem Arm wieder hoch. Aua. Das ist Dips. Geodude. Okay, Dude, ich kapier schon. Ihr seid Geos. Curls. Ich glaube, das waren sowas wie Sit-Ups. Also, keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht mehr. Electricity wurde gesenkt, sehr schön. Bei einem Steinbodentyp. Ist der Steinboden oder Stein? Steinboden. Steinboden. Dann bringt Elektrizität sehr viel. Mhm. Gut, dass er es gesenkt hat. Gilt das nur für ihn oder das ganze Team? Für das ganze Team. Na, immerhin. So, und dann ist das wieder gut. Trotzdem ist die Attacke nutzlos. Ich weiß. Moment, den habe ich besiegt. Hallo? Oh mein Gott, das dauert. Ein Zubat. Ach du Scheiße, kriege ich nicht Damage. Oh, Rock Polish. Steinpolitur. Finde ich witzig. Kenne ich noch, kannte ich vorher nicht. Also es ist auch eine vierte Generationsattacke. Naja. Finde ich aber ganz nett, Steintypen sind. Oh mein Gott, er ist ein fucking Dinosaurier. Er ist ein Raper.
sieht man doch. Oh, Flamon ist so süß. Auch eine gute Idee. Könntest du dir auch holen. Hatte ich in meinem... Ich habe ja mit Proat schon mal angefangen, das nochmal zu spielen. Da hatte ich das oh benutzt. Je, Gaena. Lethargien kannst du nicht kriegen, nur durch Tausch, ne? Hier kann man es nicht kriegen, ne. Ein Kingstein. Gar nicht? Ach so, doch, ja. Durch Tausch. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade nicht an Lethargien, sondern an... Lamus. Nee. Wie heißt denn das Ding? Die Entwicklung von Mundtier. Das Ding heißt doch auch Lethargien. Ah, Moment, haben die den gleichen Namen? Nee, nein, nein, das kann nicht sein. Das ist doch anders, oder? Oh Mensch. Ja, das kann nicht sein, das wäre ja jetzt komisch. Ich bin mal kurz im Internet. Das wäre jetzt witzig, wenn wir das plötzlich merken. Lethargien. Lethargien ist... Die Entwicklung von Mund hier. Und wir. Hä? Lamus. Phlegmon. Mini ist Level 14 geworden. Das ist jetzt interessant. Genau. Moment mal. Die Entwicklung. Hier müsste es verstehen. Lashoking. Ah, ja, okay. Das wäre auch komisch, wenn die da einen Fehler gemacht hätten. Ja, eben. Naja. Mein Gott, wir sind echt gut im Pokémon. Echt, ja gut, aber Lashoking hatte ich noch nie. Ich habe nie viel damit zu tun gehabt. Ich hatte das aus der Serie einmal oder zweimal. Und aus dem Film, aus dem zweiten. Ich kenne es nur aus dem... Also daher auch, aber auch aus dem Competitive kenne ich das, weil ja halt manche Leute das Ding benutzen. Ich finde, das sieht voll witzig aus. In der Serie war es so, Lamus entsteht, wenn ein Mushas in den Schwanz beißt und Lethargien, wenn es in den Kopf beißt und das Phlegmon eine Krone aufhat. Eine Königstein. Genau. Total witzig. Und das beißt dann auch in die Krone. Oh, Sandshrew. Auch süß. Fand ich immer richtig cool. Das war eins meiner Lieblings-Pokémon ganz früher. Ja. Weil das so niedlich war. Und es hatte Stacheln und konnte rollen, die Entwicklung. Das war toll. Ja. Das fand ich so cool. Aber so cool. Das war schon fast schwul. So cool war das. Oh mein Gott. Supersonic. Supersonic ist ein cooler Name für Schall, eine gar nicht so tolle Attacke. Schall war doch die schlechte Variante, ne? Es gab doch noch eine andere. Ja, Superschall war die schlechte und es gab Konfusschrall, das war einfach das bessere Superschall, davon. Schall, genau. Konfusschrall trifft immer und. Also 100, nein, nicht, ja, 100, 100, 100er und Superschall 55, glaube ich. Genauigkeit. Und es paralysiert jedes Mal, das finde ich gut. Es regnet. Und es mockt mich. Das kann ich vergiften, das ist gut. Und das macht nicht viel Schaden. Yay, Blk, Aprikorn. Coughing ist ein cooler Name. Coughing wäre noch besser mit. Nee, es soll ja nach Coughing, also nach Husten klingen. Cushing, oder? C-O-U-G-H-I-N-G. Coughing. Coughing, ja. Also, ja. Ja, ja. Deswegen. Und Wheezing ist so... Das ist so... Luft einsaugen. Ja, halt so, wenn man keine Luft mehr kriegt. Ah, atemlos. Atemlosigkeit, genau. Dann hätten sie es auch COPD nennen können, das ist eine Lungenerkrankung. Nee. Ach, ich wollte doch eigentlich Hukuk trainieren. Egal. Auf 15 muss ich aber mal tauschen. Ja. Gut, das hängt ja echt hinterher. Immer noch keine guten Attacken hier, meine Mini, aber was soll's. Es ist geil. Ja, Geistgift, das finde ich gut. Das Gute ist, wir können ja hier auf der rechten Seite einfach die ganze Zeit gucken. Ja, genau, guck mal nach. Wenn das jetzt auf 20 wieder eine Attacke ist. Das ist das Schöne daran, dass ich zwei Bildschirme habe. Ja, das stimmt. Weil wenn man guckt, so von hier aus, so ein Stück nach da. da haben wir jetzt das Poke-Wiki offen. Oh, Critical Hit macht ganz schön viel Schaden von Blick. Bei Coughing zumindest. Kommt auch noch was? Jawohl. Du musst. Oh, das ist ja mega Gänger, sieht so cool aus. Geil, das ist ja cool. Nein, wir können ja mal eben so. Guck mal, das ist mega Gänger. Ist voll geil. Das ist oh! Du Idiot! Fuck! Du hast es falsch rumgezogen! Ah! Fix das! Hilfe! Ihr habt nichts gesehen! Ja, eben, nichts gesehen, das war das Problem! Ah, ja, jetzt guck nach. Ich bin so dumm. So. Wir wollen aber vierte Generation. Ja, bitte. Du lernst Nachtnebel auf 15. Auf 15, perfekt. Bist du nicht 15? 14. Achso. Ich werde gleich 15. Ja, mit Nachtnebel kannst du schon was anfangen. Was ist denn Great Ball? Ein Superball. Das ist Great Ball? Ja. Und Ultrabälle heißen Hyperbälle. Nee, andersrum.
Hyperbälle heißen Ultrabälle. Genau. Aha. Hyperball. Hyper. Hyperbole. Und Slowpoke. Langsam pieken. Langsam pieksen. Okay, ich glaube, ich muss tauschen. Das hat nur noch einen Akku. Oder langsames Pokémon. Aber ja, Poke. Ja, hier gibt's Sinn. Slowpoke. Es ist langsam. Es ist dann wie ein Faultier. Das. Oh, ich hasse Yawn. Ich habe keinen Insomnia leider. Nee, dein Mutut kann pennen. Ich kann aber Hypnosis machen, schläft es auch. Den Dual Hypnosis. Mit Erholung. Das wäre witzig. Willst du denn noch pennen? Gleiches mit Gleichem bekämpfen, ja. Vielleicht habe ich Glück und ich wach zuerst auf. Das dauert. Oh, es wacht auf, verdammt. Ich hatte schlimmstenfalls Konfusion. Das hat einfach keine Auszeit mit dem können. Habe ich mir sogar gedacht. Na also, es wacht auf. Es wacht auf. Oh Gott, das macht gar keinen Schaden. Oh Gott, ich habe Startschwierigkeit, eindeutig. Ja, aber sobald hier auf dem Level von deinem Starter sind, geht das. Also wenn das auch auf 15 ist, dann kannst du auch noch für Hutut nachgucken, dass das lernt. Kann ich machen. Okay, ich muss tauschen, das wird nichts. So. Hort. Hort. Stell dir vor, es würde Hut heißen, also H-U-T. Hut. Ulern ist nochmal schnell. Achso, das ist. Musst du hier bei HGSS gucken. Ja. Aufruhr. Ach ja, Aufruhr. Das ist gar nicht so schlecht. Und Reflektor und Konfusion auf 21. Entwicklung auf 20. 20. Gut. 20. Jetzt wünsche ich mir gerade, dass ich den Level von Kanaligator mit Hutu tauschen könnte. Nein, da geht die Story weiter. Na, Igelava. Hallo, was freut sich im Regen? Das müsste eigentlich schlecht fürs sein, oder? Eigentlich ja. Obwohl, nein, bei Igelava können die Flammen ausgehen. Ja. Bei Glumanda wäre es scheiße, weil in Glumandas Pokédex steht, dass sobald seine Schweiflamme ausgeht, es stirbt. Das ist im Anime sogar fast gestorben, weil sein Trainer es weggeschmissen hat, quasi. Oh. Das war richtig fies. Fand ich richtig gemein. Das saß dann so ganz traurig und Ash kam dann an und hat es gerettet. Hat es dann mit ersterbender Flamme gerade noch ins Pokémon Center gebracht. Ich fand das so schön. Oh. Ja, echt, das war total tragisch. Ich meine, wie waren wir alt, als die Sendung lief? 6, 7 oder so? Als ich es gesehen habe, glaube ich 10. Das reißt ein Kind mit. Oh, du bist ja auch schon durch. Bist du wieder zurückgegangen oder bist du weitergegangen? Nein, ich bin gerade da unten in dem Gras. Ach stimmt, du warst ja auch. Da ist noch ein Trainer aber links und ein Ika. Ist da auch ein Center irgendwo? Ja, wir sind direkt in der Stadt. Ist noch ein Trainer, den du bekämpfen kannst. Kannst auch dann vorbeigehen. Dann gehe ich erstmal vorbei und heile mich. Haben wir noch was zu erledigen auf der anderen Seite? Vor der Höhle? Nee. Cool. Na gut, ich habe ein paar Sachen ausgelassen, die du gemacht hast. Scheiße, bin reingerannt. Habitat, Spearow. Spearow ist cool, Ibitak nicht. Es gibt so ein richtig cooles Meme-Bild, irgendwie, wo jemanden sich in Habitak versucht zu fangen, dann es rauskommt, dann steht da irgendwie "You almost caught a wild Spearow" und dann irgendwie ist da ein Bild von Captain Jack Sparrow und dann irgendwie "This will be the day you will remember as the day where you almost caught Captain Jack Sparrow". Ich hab's aus Versehen aktiviert, getriggert. Oh.